Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind im Karteneck B1, nee, B2 sind wir jetzt hier. Und hier ist die Mutter-Kind-Insel. Mehr nicht und weniger auch nicht. Ich schaue hier mal gerade eben, ob hier vielleicht nochmal ein U-Boot oder irgendwas ist. Oder irgendwas leuchtet aus der Ferne. Okay, haben wir ein Floß. Mit nichts. Kann sogar sein, dass hier auch ein verlassener Händler ist. Sagt man verlassener Händler? Ich weiß nicht. Oh, krass, guck mal. Wir haben noch Glück und erwischen noch einen. Erstmal nehmen wir ihn mit. Das passt ja. Das passt ja. Gut, dann kriegst du hier auch mal einen Tropfen. Einen guten Tropfen. Dann haben wir schon mal den zweiten gerettet. Yay. Oh, ich danke dir, werter Freund. Es gibt nur sechs weitere Freunde in Nord. Wenn du alle ihre Bäume mit diesem Wasser beträufelst, können sie sich sicherlich vor dem Verdorren bewahren. Das ist anatomische Wasser? Ja, okay. Gut. Dann können wir noch Folgendes tun. Hier waren wir schon mal. Das ist schön außerhalb. Wir können aber auch innerhalb rein, ne? Wir kommen aber nur innerhalb rein mit dem Teleportationslied. Funktioniert es auch, wenn ich nicht auf dem Boot bin? Ja, war klar. Das war klar. Das heißt, wenn ihr schon den bösen Bruder von diesem Frosch da besiegt hattet, den ihr in Draconia getroffen habt, den ersten, der zweite befindet sich im Wirbelsturm, den müsst ihr mit Pfeile abknallen, dreimal, glaube ich. Dann erhaltet ihr das Teleportationslied und mit diesem Lied kommt ihr zur Mutter-Kind-Insel. Und wenn ihr wisst, wer Zelda ist im Spiel, ja, wenn sich die Person schon gezeigt hat, dann werdet ihr auch von dieser Fee hier geholfen. Also kriegt ihr hier was von der Fee, sag ich mal so. Und an dieser Stelle werde ich mich jetzt hier auch nochmal schnell heilen. Ich habe ja alle meine Feen wieder weggeklatscht gehabt, weil ich dachte, ich kann in jeder dieser Flaschen tantobisches Wasser haben. Ich wusste nicht, dass man unendlich hat. Wo denn jetzt? Wasser. Nee, aber weg hier ist Wasser. Fee Nummer 2 und jetzt kommt Fee Nummer 3. Oh, guck mal, wie traurig die mal gucken. Gemein. So. Ja, hier. Gut. Und was kriegt man bei dieser Fee? Bei dieser Fee kriegt man die Feuer- und die Eispfeile. Genau. So sieht's aus. Feuer- und Eispfeile. Und raus kommt man hier halt auch nur, wenn man sich raus teleportiert. Ansonsten, ist hier sonst noch was? Ich muss mal kurz gucken. Nee. Ich laufe hier nochmal einmal rum. Hier ist auch keiner, mit dem man quatschen kann. Oder irgendwie eine versteckte Höhle. Nee. Eigentlich nur ein kleiner runder Kreis. In der Mitte ist dann die Fee. Die kommt dann und quatscht euch voll. Gut. Ja, dann sind wir fertig. Ich kann mich jetzt nur raus teleportieren in B4, werde aber zurückdüsen in B Nummer 2. B Nummer 3 meine ich, weil da beginnt der nächste Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und schaltet beim nächsten Part wieder ein, wenn ihr nichts verpassen wollt, ne? Wie gesagt, bis dann. Ciao, ciao.